Damen und Herren, dann lassen Sie uns fortsetzen mit der Tagesordnung, wie bei der Tagesordnung vereinbart, ist als erster Punkt nach der Pause des zweiten Sitzungstages der Punkt 19.15 zu behandeln. Frau Barkow, dazu. Ja, ich habe einen Antrag zur Tagesordnung. Und zwar möchte ich darum bitten, dass wir beantragen, dass wir den Top 31, das ist die Zweckentfremdung für das Verbot von Zweckentfremdung für Wohnungen, unverzüglich umsetzen, dass wir den vorziehen, und zwar nach den Punkten 19, 12, 13, das sind die zum Thema Elbquerung in Pieschen. Hintergrund ist, dass in der kommenden Woche die Plenarsitzung im Landtag stattfindet, wo unter anderem, also zumindest ist es so geplant, der Gesetzentwurf verabschiedet werden soll. Das heißt, wenn wir uns als Stadt Dresden, die ja von Zweckentfremdung von Wohnraum betroffen ist, nochmal dazu äußern wollen, wäre heute die letzte Chance. Deswegen möchte ich beantragen, dass wir die 31 nach den Tops 19, 12, 13 machen. Vielen Dank. Gut, das ist ein geschäftsordnender Antrag. Gibt es dazu Gegenredebedarf? Sehe ich nicht. Oder doch, Herr Löser, bitte. Ja, es ist richtig ausgeführt. Es wird nächste Woche im Sächsischen Landtag beschlossen werden. Und es gab ja schon mehrere Bekundungen auch des Stadtrates. Insofern ist das unnötig. Insofern spreche ich dagegen. So, dann gibt es einen Geschäftsordnungsantrag 31 vorziehen nach 19.13. Und auch die Gegenrede. Wer dem Antrag folgen möchte, auf Vorziehen, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.13 Ja, 48 Nein, keine Enthaltung. Damit hat es keine Mehrheit gefunden. Und wir starten jetzt tatsächlich in den Tagesordnungspunkt. Wir können noch warten. In den Tagesordnungspunkt 19.15. Und da ist ein interfraktioneller Antrag. Den bitte ich zunächst einzubringen. Dann haben wir Rederecht vereinbart für Herrn Berndt. Der wäre danach dran. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Die Freien Wähler, Freie Bürger würden damit starten. Zunächst aber erstmal Frau Appelt für die Einbringung des Antrags. Ja, ich möchte den interfraktionellen Antrag von der SPD und den Linken hier einbringen. Der Gegenstand ist: Zusammenhalt und Fortschritt brauchen längeres gemeinsames Lernen, Einrichtung weiterer Gemeinschaftsschulen in Dresden. Warum wollen wir das? Wir wollen es, weil wir zwei sehr erfolgreiche Gemeinschaftsschulen bereits hier in Dresden haben. Für weitere Kinder und Jugendliche ermöglichen, eine solche Schule zu besuchen. Diese beiden Schulen hatten eine sehr hohe Nachfrage. Wir mussten Familien an andere Schulen verweisen und konnten ihnen keinen Platz an einer Gemeinschaftsschule zur Verfügung stellen. Alle vier Regionalkonferenzen, die zur Schulnetzplanung durchgeführt wurden. Auf allen vier Regionalkonferenzen kam von den Elternvertretungen ausdrücklich der Wunsch nach Gemeinschaftsschulen in verschiedenen Stadtteilen der Stadt Dresden. Und aus diesem Grunde haben wir diese Forderung aufgenommen und möchten, dass in Punkt 1, so unser Antrag, weitere Standorte geprüft werden, die dafür geeignet sind. Uns ist klar, dass hier keine weiteren Neubauten herstellen. Es wird sich also im Wesentlichen um die Möglichkeit handeln, hier eine Schulart zu ändern. Also zwei bestehende Schulen können sich zusammenschließen, können sich umwandeln in eine Gemeinschaftsschule. Im zweiten Punkt fordern wir, dass aktiv auf die Schulen zuzugehen ist, und die Frage wirklich zu stellen ist, ob durch Schulartänderung Gemeinschaftsschulen eingerichtet werden könnten. Dazu brauchen wir natürlich eine Beratung. Das ist der dritte Punkt. Wir haben hier sehr gut organisiert, schon allein damals durch den Volksantrag, eine Arbeitsgruppe,
die wird sich sicher nachher vorstellen und auch erste Bericht geben können über einen solchen Austausch. Im vierten Punkt verlangen wir, dass diese Dinge, die da entwickelt werden, vorgestellt werden dem Bildungsausschuss, dem Bildungsbeirat, den Schulen und vor allen Dingen auch dem Kreiselternrat. Das Datum müssen wir natürlich ändern. Man sieht an diesem Datum, wie lang das immer wieder sich hingezogen hat. Wir würden für das Datum den 30.06.2024 einsetzen. Und sollten wir eventuell noch eine neue Schule einrichten, Herr Donhauser hat das ja gestern immer wieder auch angebracht bei der Diskussion um die Schulnetzplanung. Wenn wir zum Beispiel in Ottendorf, Okrilla uns an einer Schule beteiligen, dann sind wir der Meinung, muss geguckt werden, ob das eine Einrichtung einer Gemeinschaftsschule sein kann. Denn Gemeinschaftsschulen können auf die Bedarfe relativ flexibel reagieren. Ich bin da nicht so festgelegt sozusagen durch das Gymnasium oder nur Oberschule. Aus diesem Grund finden wir das notwendig. Im ländlichen Raum, so der Kultusminister, sollen ja 3 Schulen nach dem Vorbild der Unischule entwickelt werden. Ich finde, da können wir uns stolz auf die Schultern klopfen, nämlich in Löbau, Weißwasser und der Oberlausitz sollen solche Schulen nach Vorbild der Unischule entstehen. Wir haben hier sehr lange miteinander gerungen um die Unischulen und ich weiß noch, da wurde jeder Euro gesagt, kein Euro mehr als jede andere Schule. Zum Glück haben wir uns durchgerungen, hier die Unischule zu gründen in Dresden und sie ist beispielgebend inzwischen für andere Schulen und ein Erfolg. Und wir sollten sozusagen das auch fortführen, diesen Erfolg und weitere Schulen einrichten. Ich glaube im Moment, es ist gar kein fachlicher Dissens mehr. Die Argumente sind eigentlich ausgetauscht. Es gibt so viele Nachweise, so viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass Gemeinschaftsschulen wirklich positive Effekte auf das Lernen aller hat. Und wir wollen auch niemanden die Gymnasien wegnehmen. Wir wollen eine weitere Möglichkeit hier geben. Das wird von Eltern gefordert und wir glauben, dem können wir uns wirklich nicht entgegenstellen. Die Linke ist für mehr Gemeinschaftsschulen, zumindest in jeder Richtung Nord, Süd, West, Ost muss es eine geben, damit die Wege auch nicht zu weit werden, denn gerade die Schule an der Stauffenbergallee, dort stehe ich immer an der Haltestelle und ich sehe, da kommt von Nord, da muss ich nämlich wirklich widersprechen, von Klotsch. So, aber ich weiß ja, Sie stimmen zu. So, und jetzt darf ich Herrn Berndt nach vorne bitten, dem wir gestern Rederecht für diesen Tagesordnungspunkt eingeräumt haben. Auch Sie haben 5 Minuten Redezeit und ich darf dem Stadtrat bitten, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Ruhe den Rednern hier vorne entgegenzubringen. Wer Redebedarf hat, sollte das bitte vor der Tür machen. Bitte schön, Herr Berndt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, zunächst möchte ich mich bedanken, dass ich hier heute sprechen kann, denn das längere gemeinsame Lernen und die Gemeinschaftsschule ist nicht nur eine wichtige Herzensangelegenheit für mich, für die ich seit mehreren Jahren im Verein Länger gemeinsam lernen, Gemeinschaftsschule in Sachsen streite. Sie untermauert nämlich auch den Weg, den die Gemeinschaftsschule bisher gegangen ist, nämlich den Weg der Beteiligung von unten. Denn die Gemeinschaftsschule ist erst entstanden, weil über 50.000 Menschen in Sachsen den Volksantrag zur Einführung der Gemeinschaftsschule unterzeichnet haben. Und damit Gemeinschaftsschulen erfolgreich werden, braucht es die Beteiligung von unten, braucht es das Mitnehmen der gesamten Schulgemeinschaft und den Gang von unten. Und deswegen haben wir uns im Verein zur Aufgabe gemacht, zur Einrichtung für mehr Gemeinschaftsschulen in Sachsen zu informieren und konkrete Initiativen zu unterstützen. Das kann aussehen in Beratungen für Schulgemeinschaften, die Interesse haben, in einem Expertisenaustausch im Landes- und bundesweit für die fachliche Sicht, aber eben auch für die Unterstützung von Schulträgern oder Schulverwaltungen, so wie ich jetzt hier auch gerade stehe. Und es ist kein Zufall, dass in Dresden in den 2 Gemeinschaftsschulen, die wir bisher haben, die Anmeldezahlen so hoch sind. Denn über 12.000 Menschen aus Dresden haben den Volksantrag für die Einführung der Gemeinschaftsschule unterschrieben. Das ist als Anteil der sächsischen Gesamtbevölkerung doppelt so hoch. Und ich möchte noch mal betonen,
Die meisten Unterschriften für den Volksantrag kamen aus der Landeshauptstadt. Und um diese Unterstützung und dieser Unterstützung und den hohen Anmeldezahlen gerecht zu werden, sollten wir doch alles dafür tun, mehr die Errichtung weiterer Gemeinschaftsschulen hier in Dresden zu ermöglichen. An Gemeinschaftsschulen lernen Kinder über die 4. Klasse hinaus gemeinsam bis zur 9., 10. oder 12. Klasse, denn hier sind alle Bildungsabschlüsse möglich. Die Gemeinschaftsschule ermöglicht Chancengleichheit und soziales Miteinander und hier sollen und können junge Menschen Achtung, Konfliktlösung und Teamwork intensiver lernen und leben. Dabei schafft sie ein soziales Miteinander abseits von Leistungsdruck und hinterfragt gerade die wichtigste Frage, wie wir eigentlich lernen sollen. Und alles in allem möchte Gemeinschaftsschule das in den Mittelpunkt stellen, was mittlerweile und gerade tagesaktuell leider in Vergessenheit gerät. Den individuellen Lernerfolg jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin. Und alles in allem kann Gemeinschaftsschule auch nur ein Erfolg werden, wenn die Schulgemeinschaft dahinter steht und wenn sie mit Herzblut in der Sache steckt und weiß, welche nötigen pädagogischen Methoden und Inhalte sie in den Unterricht bringt. Und werdende, wollende und interessierte Gemeinschaftsschulen, die sich umwandeln möchten, brauchen einen Austausch und brauchen die Austauschmöglichkeiten. Und dafür stehen wir als Verein auch zur Verfügung. So haben wir jetzt nunmehr den 2. Gemeinschaftsschultag in Chemnitz organisiert. Der 1. fand in Dresden statt. Die waren beide sehr erfolgreich mit vielen, vielen VertreterInnen aus der Kommunalverwaltung, aus der Schülerschaft, aus der Elternschaft, aus der Lehrerschaft, aus dem Kultusministerium, auch aus dem Amt für Schule und Bildung. Und der 3. Gemeinschaftsschultag ist auch schon in Planung, denn dort wollen wir natürlich zur neuen Schulart in informieren, aber auch ein breites Angebot schaffen für strukturelle, administrative und didaktische Inhalte und Angebote. Und ich möchte Ihnen als Stadträtinnen und Stadträte die Einladung aussprechen und auch an Ihnen, Herr Donhauser, und der Schulverwaltung und allen Interessierten, dass Sie unser Wissen und unsere Erfahrungen nutzen, damit Sie Schulgemeinschaften und Interessierte gemeinsam begleiten können auf den Weg zur Gemeinschaftsschule. Und darum geht es ja auch in Punkt 3. Wir stehen zur Verfügung. Lassen Sie uns heute darüber diskutieren, wie wir Schule und Bildung in Dresden zusammen gestalten können und treffen Sie heute eine Entscheidung, dass Dresden vielleicht auch über die sächsische Landesgrenze hinweg ein Leuchtturm für Gemeinschaftsschule werden kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bernd. Und wir steigen damit ein in die Fraktionsrunde. Freie Wähler, freie Bürger, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträte, liebe Lehrer und Schüler, natürlich finden wir engeres gemeinsames Lernen sinnvoll. Was den Antrag betrifft, müssen wir aber Folgendes bedenken. Es gibt für die Einrichtung klare Voraussetzungen. Und wir haben im Bildungsausschuss darüber gesprochen und da wurde ganz deutlich, es ist in Dresden bei dem baulichen Zustand unserer Schulen und den bevorstehenden Investitionen, die wir auch mittelfristig vor uns haben, nur an einer Oberschule möglich und es ist an nahezu allen Gymnasien möglich, in eine Gemeinschaftsschule zu wechseln. Und wir sind uns einig, dass dieser Wunsch von der Schule ausgehen muss, von den Schülern und von den Lehrern und von den Eltern und dass er gerade eben von dieser Schulgemeinschaft getragen sein muss. Deswegen klare, kurze Position. Wir wollen keine zusätzlichen Investitionen für einen Neubau einer solchen Schule, denn wir präferieren die Investitionen in die Oberschulen und in die Berufsschulzentren. Und wir sagen, wenn wir Änderungen durchführen wollen und es gesetzliche Änderungen gibt, die die Voraussetzungen dafür ändern, dann sind diese gesetzlichen Änderungen, diese Voraussetzungen nicht hier im Stadtrat zu diskutieren, sondern dann ist das Sache des Landes. Und dann, meine Damen und Herren, Sie haben alle die Gelegenheit, setzen Sie am 1. September ein Zeichen und ändern Sie dann das jeweilige zuständige Schulgesetz über die Gemeinschaftsschulen. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Dann sehen wir bei der AfD, Herr Breuer.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Ich kann an vieles anschließen, was der Herr Nitsche gesagt hat. Längeres gemeinsames Lernen, das finden wir auch gut. Ich würde mal sagen, bis zur 6. Klasse ungefähr so. Aber längeres gemeinsames Lernen für alle und nicht nur für die Schüler einer besonderen Schulform. Gemeinschaftsschule halten wir allgemein nicht für den idealen Weg, aber wenn er denn von einer Schule gewünscht wird und sinnvoll in die Schulnetzplanung passt, dann würden wir auch zustimmen. Und das haben wir zum Beispiel bei der 151. Schule gemacht. Längeres gemeinsames Lernen über Gemeinschaftsschulen einzuführen, bedeutet natürlich auch, dass man den Argumentationsdruck auf das Kultusministerium nimmt, längeres gemeinsames Lernen für alle durchzuführen. Weil die sagen dann, gehen Sie doch in die Gemeinschaftsschule. Was will der Antrag? Die Verwaltung soll ermitteln, welche Standorte geeignet sind. Meiner Meinung nach oder meines Wissens nach ist es bereits erfolgt. Der Herr Donhauser hat darüber berichtet, dass das erfolgt ist. Die Verwaltung soll aktiv auf die Schulen zugehen und fragen. Auch dieses erfolgt. Eine Rückmeldung gab es auch. Gewünscht wurde dies bei 0 Schulen. Exakt 0. Und die Entscheidung darüber, ob eine Schule die Bewerbung für die Schulartänderung zur Gemeinschaftsschule trifft, die trifft die Schulkonferenz, nicht der Stadtrat und auch nicht die Verwaltung. Und wer sich nicht bewerben möchte, weil dem fachliche Gründe entgegenstehen, das akzeptieren wir im Gegensatz zu den Antragstellern. Und was noch fehlt, bei Neubauten soll die Verwaltung die Eignung prüfen. Ja, okay, aber das macht sie auch. Das wurde schon zugesichert. Jetzt weiter die Schulen zu belästigen, zu beraten und politischen Druck auszuüben, damit diese ihre fachlich fundierten Entscheidungen ändern, dazu wird es für unsere Fraktion keine Zustimmung geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, länger gemeinsam lernen, die Einrichtung der Gemeinschaftsschulen hier in Sachsen, ich glaube, das ist tatsächlich einer der wesentlichen bildungspolitischen Erfolge der letzten Legislaturperiode, wohlgemerkt im Land beschlossen und dann hier in der Kommune an den zwei bereits viel zitierten Beispielen sehr erfolgreich umgesetzt. Die Anmeldezahlen zeigen, und ich verstehe nicht so richtig, warum es immer so rumort, dass es unter Umständen nur ein Trend sein könnte, der sehr kurzfristig ist. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Dafür sehe ich keine Anhaltspunkte. Ich glaube, dass die Anmeldezahlen stabil hoch bleiben werden. Die Anmeldezahlen zeigen also, dass Familien sich gerne und bewusst für diesen Weg des längeren gemeinsamen Lernens entscheiden, weil er auch die Kinder schützt. Denn ich glaube, jeder kann sich gut vorstellen, dass gebrochene Bildungsbiografien ähnlich schmerzhaft sind wie gebrochene Berufsbiografien. Eine gebrochene Bildungsbiografie, wo einem Kind irgendwann gesagt wird, am Gymnasium reicht es jetzt hier für dich nicht mehr und jetzt geh bitte und dann fang woanders neu an und komm damit klar, dass du von da oben gekommen bist und jetzt hier an der Oberschule dich erstmal durchsetzen musst, dass das eine beschissene Situation ist, kann man sich leicht vorstellen. Und gerade auch solche gebrochenen Bildungsbiografien helfen, Gemeinschaftsschulen zu vermeiden. Es ist also ein echter Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Insofern sind wir sehr froh über diese Initiative und unterstützen die natürlich gern. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass die ganze Zeit betont wird, was alles nicht geht. Gleichzeitig, ich habe mal in meinen Notizen quasi digital geblättert und die Suchfunktion bemüht, waren in den vergangenen Diskussionen der vergangenen Jahre, Herr Donhauser, unsere bildungspolitischen Sprecherinnenrunden durchaus auch schon noch andere Schulen im Gespräch, wo man gesagt hat, ja, eigentlich könnte man da noch mal nachgucken, ob das nicht auch Optionen wären. Also ich hatte mir notiert, die 145. Oberschule, Gehestraße, da auch mit dem Gymnasium darüber zu sprechen, ob das nicht eine Option sein könnte. Ich hatte mir notiert, die 32. Oberschule, dort am Schulcampus, noch mal zu gucken, ob das nicht eine Option sein könnte. Ich hatte mir auch notiert,
mit, das gerade aufwachsende Gymnasium Johannstadt, wenn dann endlich die 101. ausziehen kann und ihren neuen Schulstandort an der Kockerwiese bekommt. Von daher, ich glaube, dass wir als Stadt die Verantwortung haben, gerade wurde es so als Ideologie geframed, ich glaube nicht, dass es um Ideologie geht, aber ich glaube, dass wir als Stadt durchaus die Verantwortung haben, da auch auf Vorzüge hinzuweisen, weil, und das hat Frau Apelt ja schon erläutert, es uns als Stadt auch entlastet, gerade in der Schulnetzplanung es uns Flexibilität gibt. Und ich begrüße es sehr und bin sehr dankbar für den Vorschlag, auch da zu kreativen und innovativen Lösungen zu kommen. Herr Donhauser hat das jetzt presseöffentlich, ich glaube auch hier im Stadtrat schon mehrfach gesagt, dass es durchaus auch eine Option sein kann, dass Dresden diese Gemeinschaftsschule nicht alleine gründet, sondern dass man quasi im Verbund mit anderen Gebietskörperschaften im Dresdner Norden agiert. Ich glaube, das sind Lösungen, die zeitgemäß sind. Wir haben gerade diesen Prozess im Bildungsministerium, Bildungsland 2030. Also wenn wir bis 2030 hier in Dresden noch nennenswert Gemeinschaftsschulen auf den Weg gebracht haben, dann können wir uns, glaube ich, wirklich noch mal zusätzlich auf die Schulter klopfen, weil wir dann der Universitätsschule und der 151. Schule Campus Cordes einfach gute Schwestern an die Seite stellen konnten. Vielen Dank. Jetzt für die CDU-Fraktion Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es kurz. Die CDU ist keine Partei der Zwänge und Verbote, sondern uns ermöglichen. Genau das ist auch unsere Haltung in Bezug auf die Schaffung von Gemeinschaftsschulen. Liegt der Wunsch der Schulgemeinschaft in Form eines Schulkonferenzbeschlusses vor und lässt sich eine Vierzügigkeit abbilden, wie es das Schulgesetz verlangt, werden wir es auch ermöglichen. Da braucht es keinen Antrag. Diese Voraussetzungen bestehen insbesondere an den Gymnasien in Dresden. Die bisherigen Gespräche haben aber gezeigt, dass genau diese Schulgemeinschaften diese Schulform ablehnen und dann werden wir sie auch nicht zwingen. Ebenso lehnen wir die Schaffung einer Stelle bzw. eines Beratungsangebotes ab. Das besteht nämlich bereits. Jan Donhauser übernimmt dies gerne. Außerdem besteht ein Beratungsangebot auch in der LASUB. Danke für die Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin Frau Frohwieser für die SPD. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht Zwänge und Verbote, sondern ermöglichen, dann stimmen Sie doch einfach dem Antrag zu, das ist ja der Gegenstand dieses Antrages. Zunächst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, all den engagierten Menschen hier in unserer Stadt zu danken, die sich für Gemeinschaftsschulen stark machen. Der Vertreter des Vereins, Herr Bernd, hat gerade gesprochen. Aber das sind auch viele Eltern, die in zum Beispiel den Regionalkonferenzen, darüber haben wir gestern gesprochen, sehr engagiert das Thema vorgetragen haben. Und auch ganz besonderen Dank an die Schulgemeinschaften von Campus Cordes und Universitätsschule, die diesen in der Tat in Sachsen nicht sehr leichten Weg gegangen sind. Und darum geht es auch in unserem Antrag. Ich möchte mich auf drei Punkte konzentrieren. Erstens, Familien in Dresden wollen die Gemeinschaftsschule. Zweitens, es geht um das längere gemeinsame Lernen. Und drittens, die uns immer wieder hier beschäftigende Kapazitätsfrage. Was wollen wir mit unserem Antrag? Wir wollen auf jeden Fall keine neue Stelle, wie der Kollege gerade gesagt hat. Wir wollen eine ermöglichende Verwaltung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn die Schulen sagen, sie wollen das machen, dann unterstützen wir das natürlich auch. Wenn wir allerdings einen Bildungsbürgermeister oder einen Kultusminister haben, die zwar beim Bändchen durchschneiden, sagen, das finden wir ganz, ganz toll, aber wenn es dann darum geht, konkret etwas umsetzen, ganz viele Sachen in der Zeitung schreiben, warum es nicht geht, dann muss man sich auch nicht wundern, warum Schulen sich nicht auf den Weg machen. Deswegen wollen wir tatsächlich, dass eine ermöglichende Stadtverwaltung auch proaktiv gemeinsam mit Schulgemeinschaften, wir wollen auch niemanden belästigen, wie es jetzt hier gerade gesagt worden ist, oder gar zwingen, einfach gemeinsam mit Schulgemeinschaften zusammensetzt und überlegt, wie kann es gehen. Familien, wir geben auch, liebe Frau Kollegin Arnert, nicht explizit Schulen vor, sondern alle Schulen. Auch das ist ja zum Vorwurf gemacht worden, wir wollen jetzt irgendwelchen Schulen überhalten. Und wir nennen ja ganz bewusst keine Schulen, sondern wir wollen, dass die Verwaltung sich dort auf den Weg macht.
Aber nochmal zu dem Punkt, Familien wollen es. Es ist gerade schon angesprochen worden, die Eltern haben das in allen Regionalkonferenzen immer wieder vorgetragen, dass sie auch in weiteren Stadtteilen Gemeinschaftsschulen wollen, außer den beiden, die wir bisher haben. Die VertreterInnen vom Kreiselternrat haben es immer wieder vorgetragen, auch im Ausschuss nochmal. Es gibt ganz viele, die sich in dem Verein engagieren. Ich denke, das ist hinreichender Beleg. Und natürlich auch die Anmeldezahlen an den beiden Gemeinschaftsschulen. Da hört man jetzt aus Richtung der Kultusbehörde, naja, die Anmeldungen kommen vor allen Dingen aus dem Umland, also aus der unmittelbaren Umgebung dieser Schulen. Das sei ja jetzt ein Beleg dafür, dass sie anderswo nicht gewollt sind. Ich würde jetzt erst mal sagen, das ist ein Beleg dafür, dass Eltern durchaus neben dem Schulkonzept auch auf den Schulweg achten und natürlich erst mal gucken, was ist eine nahegelegene Schule oder will ich quer durch die Stadt meine Kinder schicken. Zweitens, es geht hier um das längere gemeinsame Lernen. Es ist wissenschaftlich völlig unbestritten, dass das für mehr sozialen Zusammenhalt sorgt, für Bildungsgerechtigkeit und Leistungsförderung. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass leistungsschwächere SchülerInnen vom längeren gemeinsamen Lernen profitieren und leistungsstärkere SchülerInnen dadurch nicht benachteiligt werden. Was jetzt der Vorschlag des Bildungsbürgermeisters, von dem man in der Zeitung lesen konnte, mit der EOS dazu tun sollte, das habe ich nicht so ganz verstanden. Wir haben Angebote für SchülerInnen, die nach dem Oberschulabschluss noch das Abitur erreichen wollen. Die gibt es in unserem Land, aber zur EOS gehörte vorher eben eine POS, in der SchülerInnen länger gemeinsam gelernt haben. Insofern habe ich das nicht so ganz verstanden. Und last but not least das Thema der Kapazitäten. Wir haben es gestern hier auch beim Schulnetzplan intensivst diskutiert. Wir haben an verschiedensten Stellen Kapazitätsengpässe. Wir haben hier auch drüber gesprochen, wie sich das auswirken wird, was die Industrieansiedlungen angeht in unserer Stadt, dass wir auch weiterhin Erweiterungsbedarfe in Schulen haben werden. Das Thema interkommunale Kooperation ist schon angesprochen worden. Wir stellen momentan ständig auf Schulgelände Erweiterungen, Container, aber die Verwaltung oder hier in dem Fall der Bildungsbürgermeister sagt, für Gemeinschaftsschulen kommt das nicht in Frage. Die Logik muss mir bitte jemand erklären und wir möchten da auch wirklich noch mal eindringlich darum werben, nicht einfach zu gucken, da steht das Schulgebäude des Gymnasiums oder der Oberschule oder was auch immer, die sind dafür geeignet oder nicht. Wir haben ganz viele Standorte in dieser Stadt. Da steht auf der einen Straßenseite die Grundschule und auf der anderen Straßenseite die weiterführende Schule. Auch das wäre potenziell ein Standort, der geeignet wäre für die Entwicklung einer Gemeinschaftsschule. Deshalb noch einmal, wir wollen eine ermöglichende Verwaltung und ich erinnere mich dunkel an ein gewisses Papier, lieber Herr Oberbürgermeister, da hatten sich eine ganze Reihe von Fraktionen sogar schon mal drauf verständigt, es hat irgendwie dann am Ende nicht mehr wirklich das Licht der Welt oder des Unterschreibens gefunden im Kontext des Streites um die Bürgermeisterwahlen, hätten ja diejenigen, die dann am Ende miteinander sich geeinigt haben, trotzdem das Papier unterschreiben können, auch da war der Punkt drin, wir wollen weitere Gemeinschaftsschulen in dieser Stadt und das muss unsere Verwaltung proaktiv unterstützen. Das beantragen wir und deswegen danken wir für die Zustimmung. Vielen Dank. FDP, Herr Plötner, bitteschön. So, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem ich gestern schon den Schulnetzplan als Beschluss retten durfte, dann heute das zweite Mal Bildungspolitik in Vertretung für Franz Josef Fischer. Das Schwärmen über die Gemeinschaftsschule ist seit über 30 Jahren im Gange. 1992 mit der Umgestaltung des sächsischen Schulsystems haben wir diesen Schultyp uns erstmalig intensiv beschäftigt. Wir hatten damals zu viele Lehrer im Schulbereich. Die Gesamtschule wäre vom Personal her kein Problem geworden. Aber die finanziellen Betrachtungen standen im Vordergrund. Es blieb bei Grundschule, Mittelschule, Gymnasium. Der Traum vom längeren gemeinsamen Lernen, keine Trennung nach Klasse 4 und der theoretischen Wechselmöglichkeit zwischen den Schultypen, dieser Traum wurde immer wieder formuliert. Nun haben wir in Dresden zwei Gemeinschaftsschulen, die zweite schon etwas überhastet gestartet. Das Gebäude war als Oberschule konzipiert. Nun brauchen wir Klarheit, wie dieser Schultyp bei Lehrermangel und knapper werdenden Kassen Erfolge einfährt. Die jetzigen Schulen sind noch nicht lange in Betrieb. Erst nach gründlicher Evaluation, das heißt, wenn etwas Zeit vergangen ist, sollten wir das Prüfen weiterer Standorte forcieren. Es kann sein, dass es sinnvoll wird. Aktuell ist es für den Antrag zu früh. Unsere Fraktion lehnt diesen Antrag zum heutigen Zeitpunkt ab. So, damit sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch und jetzt gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Dietze.
Ich würde es gleich vom Platz aus machen. Frau Frohwieser wünscht sich ja eine ermöglichende Verwaltung. Ja, wer nicht von uns? Es unterstellt aber auch in gewisser Weise, dass wir eine nicht ermöglichende Verwaltung gerade haben. Ich würde Jan, unseren Bildungsbürgermeister, noch mal bitten, darzustellen, welche Bemühungen unternommen wurden, um das Anliegen Gemeinschaftsschule voranzubringen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wird ein Schlusswort des Einreichers gewünscht? Dann hören wir uns jetzt den Bildungsbürgermeister noch an und dann starten wir in die Abstimmung. Tja, was soll ich dazu sagen? Im Sinne sage ich erstmal was Sinnvolles, um auf Frau Frohwieser zu reagieren. Ich habe noch nie Bändchen bei Schulen durchgeschnitten. Ne? Ja, um das mal klarzustellen. Und die zweite Sache ist, dass wir, und das ist richtig ausgeführt worden, dass wir potenzielle Schulstandorte definiert haben mit allen Gymnasien, die wir haben. Das ist nochmal bei einigen Redebeiträgen gekommen. Potenziell auch der Schulstandort 145. Oberschule in Püchen, wo wir in insgesamt 4 Gesprächen austarieren wollten, ob die Möglichkeit besteht, weitere Gemeinschaftsschulen in Dresden zu gründen. Die sind erstmal alle abschlägig uns beschieden worden, insofern, dass ich glaube, noch nicht mal so die Schulleitungen da abgeneigt waren, sondern Schulleitungen haben zwar viel zu sagen, aber brauchen natürlich auch ihr Lehrerkollegium, sodass also, was das Ermöglichen angeht, natürlich auch eine Motivation von Lehrerinnen und Lehrern darstellt, ob man sich auf so einen Weg begibt. So, und zweite Sache, glaube ich, das war ja auch in den Wortbeiträgen gekommen, wir sind, glaube ich, auf 2, 3, 4 Jahre noch die einzigsten in Sachsen Kommunen oder Kommune, die im staatlichen Bereich Gemeinschaftsschulen umgewandelt oder gegründet haben, sind wir die einzigen. Und das hat nur deshalb geklappt, dass wir als Verwaltung die Idee 2021, wenn sich alle noch erinnern, die Idee von der Universität beziehungsweise dann 151. Oberschule sofort aufgegriffen haben und überlegt haben, wie können wir diese 2 Schulen unterstützen und entwickeln, dass das eben dann dem Stadtrat so vorgelegt werden kann, denn der Stadtrat entscheidet zum Schluss, dass der Stadtrat auch zustimmen kann, dass man so eine Schulart einrichtet. Also insofern ermöglichen wir schon im Sinne von dem, was heute auch gefordert ist. Und ich denke, wir müssen da ein Stück weit auch Geduld weiter haben, weiter natürlich mit den Schulen reden, im Sinne von, dass die Lehrerinnen und Lehrer, und das ist der zentrale Punkt, das will ich hier sagen, noch sag ich mal, motiviert werden müssen, da drüber nachzudenken. Ansonsten werden wir baulich, das will ich noch mal bestätigen, keine neue Schule bauen, weil da sind andere Prioritäten derzeit gesetzt. Deswegen ist zentral, wurde auch gerade gesagt, das Projekt mit Ottendorf-Okrilla, wo wir derzeit wirklich vorhaben, eine Gemeinschaftsschule, hatte ich ja gestern schon gesagt, mit zu gründen, weil das auch die schnellste Möglichkeit ist, im Nordraum da Plätze zu schaffen. Insofern gibt's, das ist eben eine Glaubensfrage, braucht man den Antrag oder braucht man ihn nicht? Wir sagen als Verwaltung, wir machen es sowieso. Und da es für mich auch die Gelegenheit ist, ich bin noch immer mit Herzblut Lehrer, da kann ich die Schulen noch selber beraten. Soweit das Statement mit der Verwaltung. Und jetzt 2 Schlusssätze von Frau Abel. Eine ganz kleine Korrektur. Leipzig werden alle zukünftig gebauten Schulen Gemeinschaftsschulen und das sind 5 Stück. So, bevor wir jetzt dann über die Richtigkeit dieser oder jener Aussage in die Debatte eintreten, beschäftigen wir uns mit Dresden. Und dazu haben wir einen Antrag vorliegen. Bevor wir zur Abstimmung kommen, weise ich nochmal darauf hin, dass im Punkt 4 statt dem hier stehenden 31. Dezember 23 dann der 30.06.24, wie vom Antragsteller vorgeschlagen, übernommen würde in der Beschlussfassung. Das würde ich jetzt nicht nochmal separat machen und darf den Antrag zur Abstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
35 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Damit ist das so beschlossen. Geschäftsordnungsantrag, Herr Böhm.